Morgen, Benjamin. Der Sturm hat ja schlimm gewütet. Ja, ein schrecklicher Sturm. Oh, sieh dir das an. Oh, oh. Gerda, was ist mit deinem Dach? Da, der lange Balken ist heute Nacht gebrochen. Oh, oh. Du hast ganz recht. Stimmt, da drin kannst du nicht bleiben. Oh, sie tut mir leid. Hier, frische Blätter, damit kannst du dich stärken. Das Bücken geht wohl nicht. Ach, herrje. Sie muss sich erkältet haben. Sie hat einen steifen Hals. Komm, Otto, wir holen Dr. Hilfreich. Gerda braucht dringend den Tierarzt. War das eine ungemütliche Nacht? Fleißig, fleißig. Ja, Freunde, so liebe ich das. Also wirklich, der Tag fängt gut an. Wir kriegen endlich neues Futter. Wir kriegen endlich neues Futter, Futter, Futter. Tabadidabdabdu, eins ist klar. Dabadidudu, dabida. Rabenfutter gibt es, ja, Rabenfutter. Ja, 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 juhu. So, das wären dann 7 Säcke. Sieben Säcke? Wir wollten doch 8. 8 Säcke Tierfutter? Dann bringe ich gleich noch einen Sack. Für uns sind Futtersäcke nichts. Los, verschwinden wir von hier. Warte doch mal, Hinki. Da. Keiner da. Du, was treibt dieser Kerl da bloß? Das weiß ich doch nicht. Und nun hole ich den Sack Nummer 8. Ja, machen Sie das, Herr Raffke. So, nun stimmt aber alles. Danke. Ihr Geld kriegen Sie wie immer beim Herrn Direktor. Und das Geld fürs Bauholz auch von ihm. Mein Holz hat allerbeste Qualität. Zwar nicht ganz billig, aber dafür wird Ihr Schuppen jahrelang halten. Das können Sie mir glauben. Ist das nicht genial? Denselben Sack hat der raffinierte Futterhändler 2-mal verkauft. Du, den Trick müssen wir uns aber sehr gut merken. Wir haben doch nichts, um es auch nur 1-mal zu verkaufen. Also, dann klauen wir uns eben irgendwas. Ja, ich hab's da, den teuren Balken. Tauchen wir ab, wir verkleiden uns. Warte. Viel besser. Perfekt. So erkennt uns keiner, garantiert nicht. Hallo. Ist wohl niemand zu Hause? Benjamin, Otto, helft mir, die Kamele einfangen. Was? Kommt her, ihr kleinen Ausreißer. Danke, Benjamin. Na, wie geht's dir? Wir zwei müssen ganz dringend zu Dr. Hilfreich, weil Gerda eine Erkältung hat. Ist das ein Pech? Unser Tierarzt ist nicht da. Er ist zu einem Robbenkongress nach Island gereist. Dann kümmern wir uns um Gerda Giraffe. Und außerdem werden wir ihr Dach reparieren. Der große Balken ist zerbrochen vom Sturm. Ja, genau wie der Zaun vom Kamelgehege und der von den Kängurus. Es ist einfach furchtbar. Guten Morgen, das Futter ist da, Herr Tierlieb. Ja, und das Bauholz für Ihren Schuppen. Bauholz? Hey! Was für ein Zufall. Wir nehmen den Balken für Gerdas Haus und die Latten für die beiden Zäune. Danke, Herr Tierlieb. Wir werden gleich anfangen. Tada!